Ja, warte, Dü. Die sind jetzt alle hier. Düker wollte rauskommen. Irgendjemand hat nach Düker gefragt. Presse. Alles gut, egal, dann nicht. Dann los. Okay, gut. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz anlässlich des Spiels zwischen dem TSV Aves und dem FSV Zwickau im Stand 0:3 vor 505 Zuschauern. Und dann erteile ich das Wort als erstes unserem Gästetrainer Joe Enox. Ja, vielen Dank. 3-0 hört sich deutlich an, aber es war ein enges Spiel für uns. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir halt wenig Zugriff gehabt. Wir haben versucht halt hochzustehen und früh anzulaufen, aber Habe sie war immer in der Lage, halt wirklich sehr schön von hinten rauszuspielen. Deswegen haben wir in der Halbzeit uns gesagt, dass wir halt etwas tiefer stehen, die Abstände halt klein halten, sodass wir halt nicht so viele Torchancen zulassen. Freuen wir uns, dass wir halt wieder halt unsere Standardstärke gefunden haben. Freuen uns, dass halt beide Stürmer getroffen haben. Und freuen wir uns, dass wir halt das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit im Griff gehabt haben, dass wir keine Gefahr reingehen müssten, in den letzten Minuten zu zittern. Die Aufgabe, halt hier nach Hannover zu kommen, gegen Havese zu spielen, war eine heikle Aufgabe für uns. Wir haben halt in den letzten Wochen halt wirklich sehr gut gepunktet, sehr gut gegen den Ball gespielt. Aber hier zu spielen ist nicht einfach gegen so eine Mannschaft. Wir haben es schon im Hinspiel gesehen, dass sie halt wirklich spielstark sind, dass sie halt versuchen, hinten raus zu spielen. Das haben sie halt heute sehr, sehr, sehr ordentlich gemacht in der ersten Halbzeit. Zum Glück überstehen wir halt zwei, drei Situationen, die sehr gefährlich waren. Heute war Pommes hinten im Tor sehr, sehr, sehr ordentlich. Und deswegen die 1-0-Führung zur Halbzeit ist ein bisschen schmeichelhaft, aber nehmen wir mit. Zweite Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht. Gerade gegen den Ball haben nicht so viele Abstände oder nicht so viel Abstand zwischen den Mannschaftsteilen gehabt. Und ja, wieder über Standardstationen torgefährlich geworden. Und ich freue mich unheimlich für die Mannschaft. Die haben wirklich in den letzten Wochen Landespokal und dann Auswärtsspiele in Berlin, in Verl, jetzt hier in der Havese. Es war sehr anstrengende Wochen und freue mich, dass wir halt, jetzt das Spiel gewonnen haben. 40 Punkte scheinen sicher zu sein, aber wir sind eher sicher, wenn es halt rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Und deswegen bleiben wir auf dem Teppich. Wir schauen nach vorne. Wir haben Wiesbaden, ganz schwere Gegner, nächsten Samstag. Und das Spiel wollen wir auch gewinnen. Ich wünsche meinem Kollege Rudiger alles Gute mit deiner Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Rüdiger, darf ich dich um deine Einschätzung bitten? Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg, Joe. Ich glaube, Zwickau hat uns vorgemacht, wie man in der dritten Liga Spiele gewinnen kann. Ich finde die Analyse sehr treffend. Ich glaube, dass der Mannschaft jetzt im Ballbesitz wenig vorwerfen kann, dass wir gerade in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen, dass wir eine ordentliche Struktur hatten. Und wenn wir als TSV Havelse, der hinten drin steht, 3-4 Torchancen in der Halbzeit hat, muss man einfach auch ein Tor machen. Am Ende werden wir einfach durch Effektivität und Qualität auch und Wille von Zwickau durch Standardsituationen bestrafen, gehen mit 0-1 dann in die Halbzeit. Ich glaube auch danach haben wir kurz einen Moment geschlafen, wo Zwickau das 2-0 verpasst, aber auch direkt danach haben wir die Möglichkeit, wieder ein Tor zu machen. Und am Ende hat es dann Zwickau souverän zu Ende gespielt, gut verteidigt, wenig zugelassen und war dann auch nach der Umstellung von uns dann trotzdem immer in der Lage, Bälle abzufangen, plus auch klar mit einem größeren Risiko von unserer Seite dann auch gefährlich zu sein, einfach mit den zwei Stürmern, die sie dann vorne hatten. Und am Ende ist einfach die Effektivität bei Standardsituationen, die uns einfach wo Zwickau besser war. Und es ist einfach sehr, sehr ärgerlich, weil ich der Mannschaft wieder mal vom Einsatz her, von der Intensität, auch Spielfreude keinen Vorwurf machen kann. Aber am Ende zählen halt die Tore. Und da hat Zwickau 3 Tore einfach nach Standards gemacht und das eiskalt ausgenutzt und deswegen auch verdient heute gewonnen. Jawohl, danke. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Warten Sie kurz noch auf das Mikro, dann. Genau. Hallo zusammen, ja, Rüdiger.
Standardtore habt ihr einige bekommen in dieser Saison. Drei in einem Spiel, glaube ich, noch nicht. Weiß nicht, das komme ich jetzt nicht in den Sinn, war auch nicht bei jedem Spiel da. Wir hatten eben auch schon mit Noah Blume drüber gesprochen. Was ist denn das, was da fehlt? Ich meine, ihr habt eine Mann-zu-Mann-Zuordnung. Vorher sind alle da und wenn der Ball dann reingeflogen kommt, irgendwie nicht mehr. Am Ende, glaube ich, heute war es auch eine richtig gute Standardstärke des Gegners, der, glaube ich, Joe hat es richtig gesagt, die Stärke wiedergefunden hat. Die Bälle kamen richtig gut und am Ende war auch richtig, ja, die Laufwege waren gut, Wille war gut, die Tore da zu machen. Und am Ende dann auch vielleicht das letzte Quäntchen Qualität, das letzte Quäntchen auch Wille unsererseits, sich da komplett reinzuwerfen und alles zu verteidigen. War, glaube ich, eine Mischung einfach von beiden, Qualität des Gegners und Nachlässigkeit von unserer Seite. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt mir nur noch unseren Gästen eine angenehme Heimreise zu wünschen. Ich weise nochmal auf die nächsten Termine hin. Am 16.04. spielen wir beim Halleschen FC um 14 Uhr und unser nächstes Heimspiel hier im Stadion am 23.04. 14 Uhr gegen den SC Freiburg 2. Ja, vielen Dank, dass Sie hier erschienen sind. Wir hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Kommen Sie gut heim. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.